Alter, was geht ab, Leute? Hier? Mittagessen und Bubble Tea. Aha. Genau mein Ding hier. Bubble Tea Laden hier. Heute sind wir da, Leute. Wegen Bubble Tea. Schauen wir uns mal die Bubble Teas an. Ihr wisst, ich muss immer den Classic nehmen für den Vergleich. Und privat für Vergnügen nehme ich mir den hier. Ist schön. Kennt man die? Bubble Tea, perfekt für die Hitze. Und ihr wisst, natürlich einen vietnamesischen Eiskaffee. Stechen Sie bitte rein. Den müssen wir umrühren. Erstmal meine, der Milk Tea. Ein bisschen zu milchig, aber überraschend nicht schlecht. Ein dicken, bisschen mehr Tee, weniger Milch, aber überraschend gut. Mhm. Ja. Tatsächlich. Mir einen Ticken zu ungesüßt. Vielleicht noch ein bisschen mehr rühren. Kumquat! Double Topping! Wow, wow, wow! Mhm. Mhm. Ja, ist okay. Über dem Durchschnitt, weil der Durchschnitt hier sehr schwach ist. Kann ich sagen, überdurchschnittlich? Ja. Ja, ich bin von TikTok. Danke, Bro. Die haben halt entweder diese zu gut oder zu schlecht? Der ist so in der Mitte. Genau, der ist ein bisschen über der Mitte. Einer von den wenigen, die so mit solide sind. Ja. Gute solide. Ja, gute solide. Ja, genau. Na, nicht schlechte solide. Genau. Also auf jeden Fall kann man mal immer wieder hier hin. Hat mich überrascht, weil hätte ich nicht erwartet. Weil wir in letzter Zeit so oft enttäuscht wurden. Oh ja. Vielleicht liegt es daran, dass die Bekannten sind ja eigentlich Ketten. Und dadurch ist die Rezeptur perfektioniert. Ja. Und so kleine Läden, die sind halt Freestyle. Ja. Die Tapioca sind bissfest, was ich mag, nicht durchgeweicht. Und sie haben ihre eigene Süße, was halt auch sehr wichtig ist. Macht einen großen Unterschied. Hoppa, du hast mich überrascht. Papa ist großer Bruder eigentlich. Ja. Ja. Genau. Korean Ams. Ihr könnt euch gerne Opa nennen. Boah, ich werde die wahrscheinlich zerstören hier. So. Kurze Beschreibung. Das ist Soy. Klebreis auf Deutsch. Mit Fleisch. Ja. Und das ist das, was wir in letzter Zeit zufällig öfters probiert haben. Gestern kam das Video online für euch. Wenn ihr dieses Video seht, vor ein paar Wochen kam Video online. Bester Vietnamese in München. Das war super saftig dort. Boah, Kor ist das. Auf Deutsch irgendwie so Rinder-Ragout-mäßig. Eintopf. Irgendwie habe ich darauf immer gelüstet und zufällig haben das immer mehr Läden. Kuss geht los an einen Zuschauer. Der hat mir Lob gegeben, aber meinte als Verbesserungsvorschlag, er würde gern mehr vom Essen sehen. So frontal, das man das Essen und das Gesicht sieht, aber ihr seht hier zum Beispiel die Fläche. Das ist nicht immer ganz einfach. Vom Winkel her müsste die Kamera irgendwo da hinten stehen.
damit das klappt. Bei der Länge ist das physikalisch so nicht möglich. Was da ein bisschen dazu passt. Kiwi. Kiwi, okay. Ja. Haben wir da, das ist von Kiwi, oder? Ja. Ja. Meint man gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich war davor ein wenig voreingenommen. Weil die hatten diese typischen Sachen. Vietnamese, der Sushi anbietet und diese Curry-Sachen. Aber Essen, überraschend gut. Bubble Tea, überraschend gut. So. Wir gehen rein. Wie zart ist dieses Fleisch? Wir müssen mal schauen. Zart genug, dass ich sage, ja, kann man machen. Mhm. Ich habe noch den Geschmack vom anderen im Mund. Man merkt auf jeden Fall Unterschied. Der andere war süßer. Und der hier ist ein bisschen sauger. Mhm, das stimmt. Auf jeden Fall ist es auch gut. Ist aber so, das trifft meinen Geschmack. Geschmack mehr. Genau. Norden. Entschuldigung. Also die Leute sind ja nett, deswegen bin ich froh, dass ich diesen Laden nicht zerstören muss, sondern nur positives Feedback da lasse. Okay. Was sagst du zu Soy? Die Expertin? Oh mein Gott, John Cena hat die Tür zugemacht, wenn ihr versteht. Schwach, lasch. Ich finde die nicht lasch. Wenn es drüber tust. Ja. Schauen wir mal. Tu nicht drüber, ich tippe. Säure? Nochmal? Säure? Das, ja. Genau. Ich bin ein Dipper, aber ihr müsst schnell dippen, weil die Flüssigkeit löst es dann auf. Nicht so sauer. Wo hast du noch Bohrer gegessen? Der neue Laden, Madame Dor. Madame Dor? Dor. Ich glaube Dor. So wie wo? Sicher? Du hast nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt, aber welches Wort gibt es noch? Nachname, Dor. Achso, nee, noch nie gehört. Ja, Dor. Wegschmeißen. Ja, aber wenn es der Nachname ist. Deswegen macht es für mich Sinn, Madame Do. Madame Do. Muss man fragen. Kannst ja die Leute fragen, das heißt. Wir haben keinen Plan. Essen und Bubble Tea war schon gut. Also das ist ein Laden. Kann man hin, kann man einfach machen so. So wie wir jetzt zum Mittag. Auf einen Snack. Mhm. Also Vietnamesen, lasst euch nicht abschrecken von den
eingedeutschten Sachen hier. Wir haben auch ein paar Perlen hier. Das Fleisch der Bonbon ist so zart, dass du es mit dem Löffel einfach zu teilen kannst. Mal ein genauerer Blick drauf. Zu betonen, viel Fleisch. Den haben wir zerstört, Leute. Überraschend gut. Das Witzige ist, ich war schon mal hier, weil ich hier einen Burger testen wollte, aber der Stand war dann verschwunden. Dann ist mir nichts eingefallen, wo ich sonst essen könnte. Da stand ich auf der Seite, hatte keinen Bock reinzugehen. Ja, Vorurteile halt, Leute. Vorurteile. Du denkst, ja, hier gibt es eh nur diese typischen Sachen. Jetzt wird sogar mehr warm, ey. Auch komplett zerstört, Leute. Das war eine gute Vorspeise. Nochmal dieselbe Portion vertragen. Beides? Nee. Nochmal dieselbe, die ich bekommen habe, also den Anteil. Achso. Nicht komplett nochmal. Überraschend guter Laden. Zumindest die Bubble Teas und die vietnamesische Spezialität Bò Kho, was wir hatten. Das Krasse ist, oder das Traurige ist, die bieten halt auch Sushi und diese eingedeutschten Asia-Gerichte wie Reis und Curry und sowas an. Und ich glaube, die machen das nicht so geil, weil es ist eigentlich fast nie geil. Und das Traurige ist halt, die Spezialität haben sie Bombe drauf. Wenn die ein vietnamesisches, authentisches Restaurant machen würden mit krassen vietnamesischen Spezialitäten, hätten die bestimmt sehr gut drauf, aber es würde sicher nicht so gut laufen, weil die meisten Leute diese Spezialitäten nicht kennen, nicht unbedingt offen dafür sind und diese eingedeutschten Gerichte sich halt leider schon etabliert haben und die Leute, wenn die an vietnamesisch denken, denken die an Reis und Curry oder sowas und halt diese Sushi-Gerichte, die halt viele Asiaten einfach anbieten müssen, um einfach genug Umsatz zu machen, aber das ist nicht deren Spezialität. Man merkt, das ist nicht deren Spezialität. Und die Spezialität, die sie machen, die ist halt Bombe. Und das ist halt schade, dass sie sich nicht darauf konzentrieren, weil viele Läden sich nicht trauen, sich auf die Spezialitäten zu konzentrieren, weil sie denken, ja, die müssen halt überleben und zum Überleben müssen sie halt das Standardzeugs verkaufen. Und das Standardzeugs, da geben sie sich ja halt nicht so viel Mühe oder haben es nicht so drauf, ist halt meistens mit, das ist halt einfach nur, ja, ist halt da. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon krass. Und das ist bei vielen Läden so. Weil, wenn man jetzt an den Laden denkt oder von dem Laden hört, dann sieht man zuerst, ja, boah, diese Standardgerichte und Sushi nebenbei und so, dann denkt man, kommt man nicht auf den Gedanken, hey, das könnte ein krasser Laden sein. Aber Bò Kho war krass. Bò Kho war sehr lecker. Aber ja, das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren, check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. See you in business und ciao.